Hallo und herzlich willkommen zu Soldiers Teil 26. Wir kämpfen uns immer noch durch die Pyramide. Kämpfen uns durch, kommen Schritt für Schritt weiter, aber es ist echt ein harter Weg. Und ich habe mir das Ganze jetzt ein bisschen angeguckt und ich weiß tatsächlich gar nicht genau, wie wir denn jetzt weiterkommen, wie wir das denn jetzt machen. Vielleicht kann ich die hier irgendwie kombinieren und dann, nee, es geht nicht. Ich habe mir jetzt noch außerdem noch einen anderen Weg angeguckt, aber ich bin mir halt echt richtig unsicher, ob es hier dann weitergeht. Also blau geht hier auch nicht, wir brauchen hier echt Türkis. Türkis, Pink, Grün gibt es auch noch. Ich gucke jetzt mal, weil hier schätzt die grüne Leuchte. Vielleicht gehen wir da mal entlang. Vielleicht gibt uns das wirklich einen Hinweis. Das wäre eigentlich ganz cool. Da oben ist nämlich gelb. Und hier ist dann grün oder was? Was ist, wenn ich da oben nach links gehe? Wir testen das jetzt mal aus. Hier ist blau. Weil das schon echt ein bisschen doof ist. Na, gehen wir jetzt, gucken wir mal, ob es hier dann Richtung grün geht. Ja, okay, da ist grün. Vielleicht hat es wirklich was zu sagen. Ich hoffe. Ich hoffe doch sehr. Ups. So wird das natürlich nichts. Hier ist auch grün. Hey, hier bin ich doch runter, oder? Muss ich da jetzt hoch? Ich auf jeden Fall runter, ja. Aber da ist grün. Wir folgen jetzt einfach mal grün. Und grün ist weg, wow. Ernsthaft? Also hier ist gelb. Vielleicht hat es wirklich doch gar nichts zu sagen. Hier ist blau. Das heißt, vielleicht ist hier grün. Hier ist auch blau, wow. Okay, also das ist jetzt richtig dumm. Das ist jetzt richtig dumm. Da habe ich jetzt aber erwartet, dass es funktioniert. Dann hat es gar nichts zu sagen. Oder müssen wir hier irgendwo anders weiter? Halt auch schon 10-mal hoch, da gehe ich jetzt halt nochmal hoch. Was ich mir noch gedacht habe, wo es vielleicht weitergeht, hier vielleicht, also da nach links, wobei da gibt es gar keinen Weg, gell? Aber das ist das Beste, was mir eingefallen ist. Ich glaube auch, dass in irgendeinem, also irgendwo in der hinteren Pyramide, in der tiefen Pyramide es noch irgendwas gibt. Das ist jetzt halt auch mehr oder weniger die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Da komme ich oben raus, da komme ich da raus, da komme ich da hoch. Hier ging es halt auch nicht weiter, gell? Da kam ich nicht nach oben, glaube ich. Ich kann noch mal gucken. Das können wir uns noch mal anschauen. Wow, hier bin ich halt runter, gell? Soll ich da jetzt hoch? Warum sollte ich da jetzt hoch? Ich sterbe jetzt gleich einfach. Ja. Es ist schwer. Ich weiß es nicht. Deswegen will ich, also ich liebe es, wenn man die Karte markieren kann, weil das so wichtig ist. Da kannst du einfach einen Punkt setzen und sagen, hier gibt es noch was. So kannst du das, also ich bin da vielleicht schlecht ein bisschen in mir beim Merken von den Sachen. Bin ich vielleicht ein bisschen schlecht, da stimme ich zu, aber wer kriegt sowas hin? Wer kann bei so einer Karte sich das merken? Das kann ja wohl fast keiner, oder? Hier runter, gell? Nee, weiter nach rechts. Weil wo geht's jetzt wieder weiter? Wo? Klar, wie mich das trifft.
Na klar, aber da gibt es wahrscheinlich eh nichts, da wo ich jetzt hingehe. Vielleicht da eine Wand, die wir kaputt machen können. Das wäre eigentlich schon ganz... Ah, guck mal. Oh, das ist dieser... Ein Weltraumkristall ist das. Du hast Weltraumkristall erhalten. Geheimnisvoller Kristall, der angeblich direkt aus dem Weltraum kommt. Das hat jetzt auch nur funktioniert, weil wir das gesehen haben, dank der Karte, gell? Aber das wird halt irgendein Zusatzding sein. Okay, ja, ganz cool, aber was heißt, also ich meine, wo bringt uns das jetzt hin, wo bringt uns das weiter? Hier runter, ich weiß es nicht. Wir haben halt alles uns schon angeguckt. Oder komplett oben rum, bringt uns auch nichts, da kommen wir dann eh irgendwann da wieder raus. Geht es so schlecht. Den Grün haben wir da gebraucht, ja. Oh oh. Grün haben wir da gebraucht. So lächerlich, ich hasse es. Und dann holt er noch Verstärkungen, jawohl. Habe ich einen Kontrollpunkt da erreicht? Wenn nein, müssen wir da leider nochmal hinlaufen. Aber da oben gibt's halt auch nichts. Wo könnte es denn was geben? Naja, natürlich. Natürlich müssen wir uns das, aber das holen wir uns natürlich nochmal, klar. Die Frage ist nur, wo geht's danach weiter? Wo kommen wir danach bitte weiter? So unnötig, dass ich mir gegen die die so ein paar fangen. Aber ich gehe einfach danach wieder nach oben. Kann ich mich einfach hier durchboxen gegen euch. Weltraumkristall. Einfach hier wieder hoch und zurück. Hier hinten geht es ja eh nicht weiter. Vielleicht muss ich nochmal ein bisschen nach pinken. Vielleicht soll ich der Sache noch eine Chance geben und nochmal nach pinken Kristall oder türkisen Kristall suchen. Oder ist das hier türkis? Ist das blau oder türkis? Das ist halt richtig. Aber wenn die sich so ähnlich aus, so ähnlich sehen. Die Frage ist, wo machen wir eine Schnellreise hin? Das sieht halt schon türkis aus, aber. Wo machen wir eine Schnellreise hin? Vielleicht soll ich mal hier dieses Wasserding da angucken. Vielleicht kann das mittlerweile ja was. Das hilft uns irgendwie. Das bringt halt gar nichts, gell? Aber was wir tun können, nach unten mal gehen. Da können wir auf jeden Fall noch was aufschließen. Und da gibt es auch noch eine Truhe. Hier gibt es halt keinen Weg da rein, gell? Ich glaube, dass wir uns da vielleicht irgendwie klein zaubern können. Irgend sowas. Hier war mal gefangen, oder? Das war doch hier irgendwo. Manchmal sind sie richtig fies. Manchmal verarschen sie mich einfach. Verarschen sie mich einfach komplett. Ja, hier gibt es auf jeden Fall noch was. Ich
weiß nicht was, ob sich das auch lohnt. Rot, gut. Rot können wir aufmachen. Das heißt, ein schönes Item für uns. Wie oft er mich trifft. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Was ist das? Giftiger Chepesh. Besonders bösartige Nomaden bestreichen die Klingen ihrer Schwerter mit Gift. Greifen mit diesem Chepesh deine Feinde an. Oh, das ist schnell. Cool. Das ist ja cool. Kann ich es auch nach oben werfen? Nee. Das kann natürlich schon auch geil sein. Oha. Du hast Skorpion-Medaillon Plus erhalten. Verfügt über einen abnehmbaren Stachel, der Gift entnehmen kann. Das ist halt auch wieder sowas, gell? Gut, dass wir hier mal wieder vorbeigeschaut haben. Skorpion, Angriff plus 2 gibt es halt. Minus 20% Gift. Achso, ich selber krieg da weniger Gift. Natürlich auch cool. Ich gerade. Achso, ich habe den blöden Trank getrunken. Glück gehabt. Deswegen ist Splitter wieder gern. Ach Mann, Splitter bringt mir so wenig. Das heißt, wir haben hier unten alles abgegrast. 60 von 82 Truhen. Das ist halt auch nicht ohne, gell? Könnte hier oben noch was sein? Oh, das soll ich da noch? Aber hier brauche ich eigentlich nicht gucken, gell? Das hätte man ja irgendwie gesehen, wenn da noch was ist. Vielleicht verkaufen wir auch ein paar Medaillons nach dem Ganzen hier, weil alles werden wir ja eh nicht brauchen. Das brauche ich eigentlich alles gar nicht. Ich guck mal hier noch kurz und dann wird nochmal gespeichert und dann, cool, das sind die Typen. Hauptmann Adamon ist zu impulsiv. Dennoch folgen wir ihm bis zum Ende. Adamond auch hier. Wie er sagt, er geht zu den anderen, gell? Jetzt steht er hier komplett allein rum. Aber wir könnten ihm eigentlich noch einen Verbündeten. Also wir können ja noch einen auf jeden Fall noch befreien. Wobei, vielleicht sparen wir uns den Schlüssel. Vielleicht brauchen wir den für was Wichtigeres. Okay, also hier unten haben wir alles. Wir können auch immer gucken, wo das da hingeht, in die tiefe Pyramide darunter. Aber da haben wir auch alles gemacht schon, oder? Da sind wir da rüber gekommen. Lilla kommen wir noch nicht weiter. Hier kommen wir nicht weiter, hier kommen wir nicht hoch. Hier kommen wir nicht durch beide. Zu der Truhe kommen wir nicht hoch. Hier noch was wir noch nicht kennen. Hier gibt es noch irgendwie einen Bereich, gell? Kommen wir an den irgendwie ran? Also da dazwischen. Da müsste es ja irgendwo eine Tür geben, die uns da hinführt. Könnte das der Weg sein, den wir gehen müssen? Wo sollte das denn sonst sein? Also hier dazwischen gibt es auf jeden Fall noch einen recht langen Weg. Da waren wir noch nicht. Und da haben wir auch noch keine Tür gefunden. Beziehungsweise die Tür wird, glaube ich, erst angezeigt, wenn wir durchgehen. Vielleicht müssen wir da lang gehen. Ich weiß es nicht. Oh, das ist so blöd, ganz ehrlich. Wie komme ich denn da am besten hin? Scheiße, ist so verwirrend. Das ist so abartig verwirrend. Die sind zum Glück auf der gleichen Höhe. Das ist das Einzige, was einem so ein bisschen hilft. Aber wie komme ich in dieses lange Dingsbums da rein? Ich muss hier rüber, oder? Das macht am meisten Sinn. Da hoch und dann links runter. Wenn das funktioniert. Und dann versuchen, den Weg hier durchzugehen.
Oder komme ich... Ah, guck mal, hier oben geht's weiter. Glaube ich. Wir müssen hier rein. Ich glaube, jetzt haben wir's. Okay, wir müssen da ganz hoch kraxeln. Dann kommen wir da hin. Also gehen wir zu dem und gehen dann da hoch. Okay. Okay, okay, okay. Wir haben einen Plan, Freunde. Wir haben endlich wieder einen Plan. Ein Licht am Ende des Tunnels oder so. So, wenn das funktioniert, dann müssen wir hier vorsichtig sein. Hier, gell? Da hoch? Ja. Dann müssen wir so wenig Schaden wie möglich kriegen. Einfach vorsichtig sein, kein Schaden kassieren. Wow, wie ich den noch gekillt habe. Das war doch schick. Auch hier vorsichtig sein. Einfach keinen Schaden kassieren, ja. So ist es am besten. Genau, hier können wir den Chip auf jeden Fall noch später befreien. Und jetzt gehen wir da rüber. Und jetzt gucken wir, ob wir da hochkommen. Da müsste es jetzt eigentlich noch einen Weg nach oben geben. Ich hoffe mal, dass es so ist. Ja, genau, da sind wir nicht hochgegangen. Obwohl wir eigentlich hätten können. Ja, hier ist ein Weg. Kann ich den Chip irgendwie runterlocken? Boah, ich muss... Der kommt jetzt hier raus, oder? Wo kommt der raus? Ganz unten wäre ganz cool, ha? Huh? Ganz unten kann ich ohne Probleme gegen die kämpfen. Aber da oben ist echt blöd. Alter. Hier ist auch gut. Bleibt. Den anderen also auch einfach hier hinlocken. Wow, wie viele da kommen. Bleibt doch bitte hier. Dankeschön. So stelle ich mir das vor. Ich glaube, ohne diesen Trick wären die so ein Riesenproblem. Ich meine, wir haben trotzdem die Hälfte vom Leben verloren. Hallo? Ich würde sagen, gehen wir mal weiter. Boah, ich bin fast tot. Ich nicht aufgepasst habe. Aber ich lebe. Sehr gut, aber hier geht es auf jeden Fall weiter. Das ist doch mal ganz schön, dass wir hier einen Weg gefunden haben. Das macht einem dann nämlich schon Sorgen in so einem Spiel. Wenn man in einer kompletten Pyramide ist, wo alles irgendwie verwinkelt ist und man dann keinen Weg mehr findet. Aber das ist auf jeden Fall mal ein Weg. Aber nur zur Truhe, gell? Scheiße. Das ist doch kein Weg. Oh, ich habe mich zu früh gefreut. Tränenfragment ist richtig geil, aber... Aber wir haben keinen Weg. Nein...
Ich hab so gehofft. Hier sind wir da also rausgekommen. Unten ist auf jeden Fall ein Speicherpunkt. Türkis, hier war hier der erste von denen. Ja, hier war die gelbe Dings, gell? Das war auch, ist auch schon lang her. Das ist auch schon lang her. Dann würde ich sagen, dann machen wir eine kurze Folge. Ich gucke mir dann nochmal in Ruhe an, wo es denn vielleicht weitergehen könnte und teste mal, dass ihr hier nicht mit mir zusammensuchen müsst, sondern dass ich das mal alleine herausfinde und dann an dem Punkt, wo es weitergeht, wieder mit euch zusammen das erlebe. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut, haut rein und tschüss.